bin ich. Herzlich willkommen zum Adventskalender auf meinem Kanal, beziehungsweise zum Road to Division 1. Wie ihr seht, ich habe mir ein bisschen neues Equipment daran gewöhnt. Und ja, fangen wir also mal direkt an. So, dann auch nochmal hier von mir herzlich willkommen bei Road to Division 1. Und zwar, im Hintergrund seht ihr meine Mannschaft. Sie war am Anfang nicht so sehr outgroot, aber dann habe ich sie schön aufgekauft. Die ersten zwei Spiele hat es nicht aufgenommen. Und hier seht ihr das erste Gegnerteam. Schon relativ gut, würde ich da mal sagen, für Liga 10, soweit ich weiß, sind wir. Und ja, also schauen wir uns das Ganze mal an. Und zwar habe ich mir Lewandowski gekauft, weil ich hatte noch einige Coins auf diesem Account. Den habe ich mir über eBay gekauft, ist sehr zu empfehlen, also schaut immer in eBay nach Accounts. Dann, ja, wie ihr seht, hier, mein Gegner, ich hatte noch keine Ahnung von meinem Zeichen und so weiter. Aber ja dann, also, meine Stürmer waren, soweit ich weiß, Lewandowski und Huntelaar. Und dann, ich lege eigentlich am Anfang immer gleich los, wie ihr seht, mit Lewandowski. Also, jetzt zur Zeit spiele ich etwas defensiver, also nicht so arg offensiv wie da. Aber da hatte ich eine Woche FIFA gespielt, würde ich mal sagen. Also, dann habe ich versucht, den Angriff zu machen. Hier Subotic, habe ich dann eine Abwehr, dann auf Lewandowski. Lewandowski kommt irgendwie durch. Und Lewandowski Schuss und knapp daneben. Ja, schade eigentlich, war schon ein guter Schuss. So, dann gehen wir weiter also direkt der nächste Angriff. Ein weiterer Ball vom Torwart. Und ja, dann kommt er irgendwie durch hier. Und dann denke ich mir, nein, fange ich ihn ab. Auf geht's Boateng, geh nach vorne. Boateng, immer noch Boateng. Schießt und gehalten von Diego Lopez. Diego Lopez, weiter Abschlag. Und ja, springen wir mal weiter in die 15 Minute. Schönes Solo von Lewandowski. Lewandowski schießt und schon wieder Diego Lopez. Dann auf einmal bricht die Verbindung ab. Herzlichen Glückwunsch. Hat natürlich als unentschieden gezählt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall seht dann hier gleich meinen nächsten Gegner. Ja, ich hier mit den Trikots auswählen, hatte ich damals auch nicht so. Also ich habe die Stuttgart-Trikots, ja, heute verloren. Aber egal. So, das kommende Team war dann ein bisschen besser. Ungefähr gleich aufgebaut wie das andere, aber ihr seht schon noch einen kleinen Ticken besser. Aber ich habe mir gedacht, scheiß drauf, die zerficken wir. Jawohl, dann Victor Valdes im Tor, ist natürlich auch nicht gerade das Schlechteste. Aber dann natürlich wieder am Anfang wie immer mit Lewandowski versucht durch und dann natürlich gleich mal den Ball verloren. Und dann, ihr seht schon, der Gegner hat eventuell ein bisschen mehr drauf, aber Schürrle habe ich übrigens auf links gehabt. Ich habe jetzt mein Team geändert, versucht den Pass, aber irgendwie kommt er nicht an. Ja, dann wieder den Ball versucht zu erobern, aber leider kommt er durch und Christian Tello ist natürlich ein sehr guter linker Flügel. Dann Adler hat den Ball leider nur zum Tor aus, also gab es Eckball. Und dann aus dem Eckball habe ich schön abgeblockt, würde ich mal sagen. Dann Cole wieder den Ball verloren, aber zum Glück hat er nichts drauf. Und Schürrle zieht dann an zum Solo, versucht die Linie runter zu gehen und wird, soweit ich so in Erinnerung habe, gestoppt. Ja, genau. Verliert dann den Ball durch das Pressing von dem Gegner nach außen. Und dann, ja, dann wieder hier hin und her gehackt im Mittelfeld. Das war eigentlich, in dem Spiel, das kann ich mich noch erinnern, das war sehr viel Gehacke hin und her. Also ich habe schon seit zwei Wochen die ganzen Folgen aufgenommen. Und dann jetzt, hier wird es gefährlich, Soldado. Aber nein, Cole fängt ihn ab und schon wieder Fehlpass und in die Mitte rein. Und schön abgeblockt. Und dann, Boateng nach vorne. Also ich habe die Folgen schon länger aufgenommen. Ich wollte die jetzt nur als Adventskalender hochladen. Ihr seht hier Huntelaar, also finde ich jetzt gerade auch nicht mehr persönlich so ein guter Stürmer, aber man nimmt halt, was man kann. Und dann hier fast getroffen. Und dann schon wieder die nächste Chance. Dann aber ein weiter Abwurf. Und dann springen wir gleich mal weiter in der Szene, ja. Hier in die 12. Minute. Schön abgeblockt von Luis Gustavo. Auf Huntelaar. Und Huntelaar sollte eigentlich passen, andere Richtung, aber den bekommt Boateng noch. Tender mit der Flanke, aber mit dem falschen Fuß. Ja, schön. Dann springen wir weiter in die 19. Minute. Und ja, ich weiß, dass ich eigentlich relativ drauf habe im Verteidigen, aber dann hier, Xabi Alonso geht durch. Xabi Alonso, schön abgeblockt eigentlich erstmal, aber dann... Oh.
da habe ich mich sehr aufgeregt. Wie kann denn das gehen? Das geht doch einfach nicht. Das geht doch nicht. Guckt euch das mal an. Wie? Wie hat er denn jemals reinbekommen? Wie? Egal. Ich habe mir gedacht, scheiß drauf. Gleich mal wieder nach vorne. Aggressives Pressing. Aber dann elendes Hin- und Herspielen die ganze Zeit. Und ja. Dann seht ihr hier fast schon im gleichen direkten Gegenzug nochmal einen Schuss und knapp daneben. Aber ja, gehen wir in die nächste Szene. Und zwar war dann jetzt Halbzeit. Und nach der Halbzeit, also hier seht ihr nochmal das Tor. Nach der Halbzeit habe ich dann wieder voll auf Pressing jetzt gespielt, weil ich wollte ja das noch schaffen. Und ja, wenn wir jetzt gerade kurz die ruhige Zeit haben, schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr bei den nächsten Folgen anders wollt, weil ich werde dir jetzt so ab der bis zur fünften Folge werde ich wahrscheinlich jetzt heute noch fertig machen. Aber dann werdet ihr sehen, hier übrigens knapper Ball. Und ja, Facecam wird eventuell kommen. Und mein Kumpel, der gut ist, der wird auch nochmal für ein Special kommen. Aber hier dann schön mit Huntelaar eigentlich durch. Flanke auf Lewandowski. Und irgendwie hat er den noch rausbekommen. So ein Scheiß. Dann der darauf folgende Eckball. Pisscheck. Schöner Eckball in die Mitte. Und dann Schuss von Blasikowski versucht, aber der hat tritt den nicht. Und dann natürlich gleich der Konter von ihm mit Soldado. Soldado habe ich auch in meinem englischen Team, aber Soldado überzeugt mich jetzt auch nicht so selber. Und dann Lewandowski geht durch, geht die Linie runter, flankt und versucht Blasikowski. Aber dann wird das VW dann wohl wieder nicht. So, dann versucht er wieder durchzukommen, schafft es auch sogar, aber natürlich steht mein Subotic gut. Und dann springen wir, soweit ich weiß, gleich weiter. Wir werden es gleich sehen. Aber dann hier schöner Ball auf Blasikowski. Blasikowski versucht den Lupfer. Oh. Oh, das war natürlich auch so eine Situation. Aber stehen wir gleich weiter. Und zwar Luis Gustavo schießt den Ball vor. Huntelaar verliert den Ball. Ja, und dann Sergio Busquets mit einem geilen Schuss auf Adler. Aber Adler hält ihn. So. Dann nach direkt weiter Ball auf Lewandowski. Lewandowski ist eigentlich durch, und Lewandowski wird am Schuss gehindert. Aber dann Eckball, Pisscheck. Bisschen zu weit eigentlich, aber dann auf den Torwart. Der Torwart fängt den Ball. So, dann springen wir gleich weiter. So, Pisscheck über den Ball, schickt Luis Gustavo, geht die Linie runter, Flanke, schöne Flanke, oh, und dann aber nicht gehalten, und dann, so, das war dann auch das Tor in der 82 Minute zum 1:1 Ausgleich. Dann ist nicht mehr viel passiert. Eine weite Flanke nach vorne, die fehlgeschlagen ist, und dann war das Spiel auch schon aus. So, ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht mehr so ausführlich die nächsten Spiele machen. Aber ja, Endstand 1:1. Wir sind noch in Liga 10, aber wir sind schon fast in Liga 11. Also, dann noch einen schönen Tag wünsche ich euch. Haut da rein. Ich bin raus. Servus.